Willkommen zurück. Ich, Runde 2 bei Emily Wants to Play. Ich habe mich nochmal berieseln lassen. Es gibt ein Walkthrough dazu. Ich richte mich jetzt so nach den Chats und angeblich gibt es eine Lampe zu drehen. Ich frage mich, welche Lampe es ist. Ja. Ich mache Continue Game und hoffe dann, die Tür schließe ich. Ich hoffe dann, dass wir durchkommen. Ich bin davon ausgegangen, dass es eigentlich vielleicht nur doch nur so ein Erschreckerspiel ist, aber es ist doch wohl, man kommt wohl irgendwie durch. Die eine Lampe, die aus ist, kannst du drehen. Welche? Ist es die, wo der ich mich erschrocken habe vor? Vor dieses Gebilde da, dieses weiße Dingen da? Was da im Schlafzimmer steht? Dann gucken wir mal, ich renne mal ganz schnell dahin. Oh Gott. Hallo? Hallo? Meinst du das hier? Das Dingen? Das kann ich nicht drehen. Welche Lampe? Welche? Ich geh erstmal nach unten. Und dann gehe ich wieder nach oben. Hallo? Habe ich meine Lampe noch? Ja, habe ich noch. So. Nee, falsche Richtung. Welche Lampe kann ich denn drehen? Links neben der Kellertür. Neben der Kellertür? Warte mal. Ich beeil mich. Uah, ich muss den linken Stick gedrückt halten. Links neben der Kellertür? Die hier? Ah, hier. Was? Ach so. Und jetzt? Was? Okay, die Figur musst du ansehen, wie ich auf die Schnelle erkennen konnte. Welche Figur? Die kommt. Oh Gott, die kommt. Oh Gott, die kommt. Oh Gott, die kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die kommt. Welche Figur? Welche Figur? It's been over a month now. Die Figur hier? Ich guck's an. Ich guck lieber. Bin Watcher, kein Player. Ist es die Figur, die ich angucken muss? Die kommt gleich. Ich sehe es jetzt schon kommen. Hundertprozentig kommt die jetzt. Ich wette damit. Hundertprozentig. Die schwarze Figur, also Emily. Aha. Wenn ich sie sehe. Ja, aber wenn ich sie... Oh Gott. 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 Höh. Ja, aber wo ist sie? Wo ist sie denn? Damit sie halt wahrscheinlich eigentlich erschreckt, muss man sie angucken. Aber dazu muss man sie aber auch sehen. Das ist das Problem. Wenn sie lacht, ist sie irgendwo im Raum. Dann muss man sie ganz schnell angucken wahrscheinlich. Vermute ich mal. Habe ich eine ganz große Vermutung, dass es so ist. Weil die ist ja vorhin auch weggespawnt. Da gehe ich bestimmt nicht runter. Weil da ist sofort vorbei. Da ist Tilt. Ach nee, das war ja der Keller. Ah, warte mal. Das ist der Kellerraum, wo die Bretter... Wo die Bretter waren. Wo geht's denn hier hin? Ach, die Tür geht gar nicht offen, okay. Wo ist sie? Ich guck dich an. Ich guck dich an! Es ist so still. Hallo, Emily. Hallo. Hallo, Emily. Ich sehe dich. Ist das fies. Alter, willst du mich verarschen? Mach dir das Licht wieder an. Ich muss ja angucken. Ja, angucken, genau. Sobald es entdeckt, verschwindet sie. Hab ich gesehen. Hallo, Jerome. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show, Klangkaspar. Schön, dass du da bist. Ja, willkommen zu Flexibel Spielen. Die macht einen Dab ist so ein Bier, oder? Ja, du musst sie angucken. Mach ich doch. Ich guck sie die ganze Zeit an. Und trotzdem macht sie Licht aus und dann ist vorbei. Hast du gesehen? Ich habe sie die ganze Zeit angeguckt. Alter, wieder von vorne. Ach komm, Leute. Okay, mit der Lampe. Also brauche ich gar nicht in den Keller, ne? Kann ich eigentlich zumachen, oder? So. Haha. So. Und jetzt muss ich sie angucken, ne?
Aber es muss doch irgendwie, I think they will kill me, ja, ja. Aber es muss doch irgendwie ein Ziel des Spiels geben. Ich muss wahrscheinlich irgendwas finden, oder? Oder? Gibt es... Oh Gott, ich merke schon wieder, dass Ruhe reinkommt jetzt hier im Gameplay. Wenn man ruhiger wird im Spiel, oh, ist es böse. Hier war ich noch gar nicht drin, großartig im Badezimmer. Aber ein schickes Badezimmer, Alter. Lecophanie. So, erstmal Pissbecken. Hier sind überall so Zettel. Muss man die sammeln? They don't kill us for... Was? Cannot kill us? Okay. Hey! Der Clown und die anderen zwei Puppen, die sind ja auch noch unterwegs anscheinend, ne? Wo? Oh. So, jetzt gucke ich sie an. Jetzt gucke ich sie die ganze Zeit an. Die Lampe vor der Schlafzimmertür ist auch schief. Habe ich gerade keine Zeit. Ich muss sie angucken. Aha. Vor der Schlafzimmertür? Ah, hier. Da kann ich aber nichts machen. Da geht nichts. Da kann ich nichts machen mit der Lampe. Mit der Lampe geht nichts. Okay, also sofort angucken und nichts mehr machen. Anscheinend ist, glaube ich, Rätsellösung. Kann ich irgendwie... Hallo? Also, ist schon mal ein guter Tipp, weil dann ist es wenigstens fair, wenn man weiß, was man machen soll. Aber man kriegt ja keine Infos hier. Kann es sein, dass man die... Nö, if care, was steht da? If take care for my friends, I make them pretty. Ja, ich mach sie schön, juhu. Aber wenn man das mal erklärt kriegen würde, weißt du, vom Spiel wäre das mal ganz cool. Okay, hier ist noch ein alter MS-DOS-Rechner. Boah, was eine süße Maus, sie ist ja niedlich. Da ist auch noch ein Zettel. They will never take my friends away from me. Yay, please no. Hä, wo? Also das Spiel hat auf jeden Fall ein Ziel und die Zeit läuft auch weiter. Vielleicht heißt es ja nur überleben. Weißt du, vielleicht einfach nur die ganze Nacht überleben und dann geht die Tür offen oder so. Immer alle Pumpen angucken. Bis jetzt sehe ich nur eine. Und das ist die oben rechts in der Ecke. Huch, da ist sie weg. Ich probiere einfach mal hier alles aus. Jetzt weiß ich ja durch euch, vielen Dank nochmal. Jetzt weiß ich ja. Oh, jetzt quasi die auch noch daneben. Ich rede gerade mit den Zuschauern, halt die Klappe. Jetzt habe ich ja wenigstens. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wie das Spielsystem ist. Weißt du, wie es funktioniert? Weil, wenn du so grob dahin. Weißt du, dann weißt du. Aha, Zeit läuft weiter. Mhm. Dann weißt du wenigstens, was du machen musst. Ne, aber wenn du so grob ins Leere geworfen wirst, war das total unfair. Gerade. Hallo! Ist hier der Keller? Ich weiß immer noch nicht, was für ein Raum das ist. Ob das immer noch die Garage ist? Ich habe keine Ahnung. Der Clown kommt auch und die... Kiki auch. Oh Gott. Oh Gott. Der Clown bestimmt so... Kiki ist bestimmt die Puppe, die in der Küche saß. Wo? Wo? Hallo? Emily, ich sehe dich. Du bist schwarz angezogen. Gehst du auf eine Beerdigung? Wahrscheinlich deine, wenn ich mit dir fertig bin. Oh, Entschuldigung. Was? Zellfon. Hey, my friend. Hi, Zellfon. Welcome to the Let's Play Live Show. My friend, welcome to the stream. My English is not very good. My German is not much better. I hope you enjoy the stream. So. Das sind alles Puppen und die musst du immer angucken. Das sind alles Puppen und du musst du immer angucken. Das sind alles Puppen, die musst du immer angucken. Das sind Puppen, die musst du immer angucken. Das klingt mal geil, das klingt mal wie so ein Lied. Das sind Puppen, die musst du immer angucken. Was ist denn hier? Achso, die waren die roten Kreise, ne? Irgendwie sehr merkwürdig, alles sehr strange. Jetzt kann ich auch wenigstens in Ruhe mal ein bisschen das Haus... obduzieren. So, don't look at there. At her. Deswegen, das ist total hier falsch, weil man muss sie ja angucken. Na? My friends help me, they love me. Yeah, don't move. 24 Zuschauer. Wollt ihr mich waschen? Vielen lieben Dank und willkommen. Alter, wo?
Willkommen zur Let's Play Live Show. Herzlich willkommen. Ist nur die Frage, was man für Rätsel zwischendurch machen muss. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. I'm Türkisch. Me too, Streamer. Okay. Do you look from Turkey or from American? Was? Wo? From which country? We love Germany. Yeah, my friend. Oh nein. Oh, ah. Oh, 1 Uhr. Da war eine Schatzkiste. Wo? Oh Gott, wir haben 1 Uhr. Jetzt kommt bestimmt der Clown oder sowas. Pass auf. Nein, lass die Taschenlampe an. Bist du verrückt? Oh Gott. Hallo? Nein, mach Licht an. Wo war denn eine Schatzkiste? Alter, der Wack. Ich glaube, den Clown dürfen wir nicht angucken. Kann das sein? Starten wir jetzt wieder beim Clown, oder? Ich... Flash, ah. Teddy, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Vielen lieben Dank für dein Follower. Dankeschön. Alter, ich hasse Clowns. Ich auch. Jetzt sagen wir nicht, wir starten wieder bei Emily. Ernsthaft? Oh, nee, 1 Uhr. Oh, Gott sei Dank. Oh. Alter. Dürfen wir den Clown nicht angucken? Kann das sein? Aber was machen wir denn dann beim Dritten? Also einmal angucken, einmal nicht angucken. Was machen wir denn beim... Ach, jetzt muss ich wieder dahin? Oh, aber wir haben 1 Uhr. Das heißt, Emily dürfte ja nicht mehr kommen, ne? Eigentlich? Alter, oh Gott. Hä? Was, wo? Da hinten, auf dem Bett. Hä, 1 Uhr und Emily kommt? Alter. Oh mein Gott. Hallo, Emily. Guck mal, 1 Uhr und Emily kommt. Geil. Das heißt immer... Das heißt immer sterben und dann... Ne, haben wir eine Stunde um. Alter, immer von vorne. Ja, das ist... Boah, Alter. Boah, wenn ich mir, überleg dir das mal jetzt mit VR. Du hast eine VR-Brille auf und die Fratze kommt dann so brüllend bei der Stille. Silence. I kill. So. Reflex want to play. Ja, genau. Das ist mein neuer Slogan, ist das. Huch. Nein. Das ist mein neuer Slogan für die Let's Play Live Show. Reflex want to play. Ey, das ist doch geil, oder? Ich nenne das jetzt um. Ich nenne das nicht mal Let's Play Live Show, sondern Reflex want to play. Ist doch eine geile Idee. Warte mal, ich mache nochmal Musik. Ist überhaupt nicht laut. Alter, es geht gar nicht. Hö, den gucke ich nicht an. Ich gucke ihn nicht an. Alter, was muss ich denn bei dem machen? Oder muss ich wegrennen? Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll bei dem. Jetzt kommen beide sogar. Sonne, Mond und Sterne. Scheiße über Herne. Also kenne ich so das Lied. Entschuldig bitte. Also, wo ich gerade gesehen habe, guckst du den Clown auch an und da passiert nichts. Okay. Boah, Alter, das Spiel ist so laut, ne? Beim Clown nicht stehen bleiben. Ach so. Also in Bewegung bleiben. Aber angucken oder nicht angucken? Das ist die Frage. Die Frage ist natürlich beim Clown dann angucken und nicht stehen bleiben. Oder halt, oder halt bewegen und nicht angucken. Oh Gott. Achso, warte mal, wir müssen jetzt mal... Ja, ja.
Da war wieder einer am Stereo-Stecker gerade geguckt. Ich gucke ihn nicht an. Okay, wir müssen ihn angucken. Anscheinend. Einfach wegrennen. Habt ihr ja gesehen. Funktioniert nicht. Der kam jetzt sofort. Es kam nicht Emily. Oh, Alter. Kein Plan, Bewegung bleiben. Zumindest habe ich sie gesehen, wo der genau sie nicht bewegt hat. Tanzen. So, Alter. Yeah! Ein Uhr. Immer noch. Tanzen und anschauen. Okay. Voll wie schnell er jetzt gerade kam, ne? Voll übertrieben ist das, ohne Scheiß. Ohne Spaß ist es total übertrieben. Hallo? Ja, ich komme nicht mehr in den Keller. Vor allem, wieso haben die hier so einen Keller? Ah, verstehe. Hm. La, 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 la. Okay. Ich probiere den jetzt gleich mal richtig anzugehen. Ich gehe mal nah an dem dran und guck den mal an. Oder vielleicht muss ich den auch irgendwie... Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hallo. Gibt's hier einen Lichtschalter? Ja, hier. Clown! I can hear you! So. Da mache ich Stream an und mir springt ein Clown ins Gesicht. Hallo King JMK, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ja, und willkommen zu Reflex Want to Play. Ist mein eigenes Spiel, habe ich selbst programmiert. Ich, ja, ich erschrecke mich. Wo? Ich erschrecke mich quasi selbst, ja. Deswegen heißt es auch Reflex Wants to Play. Da stand ja auch Don't Look at Her. Und man muss sie ansehen. Ja, aber was soll ich denn machen? Also immer das Gegenteil von dem, was an der Tafel steht. Ja, also muss ich ihn angucken. Alter, was? Wo? Wo? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Ich sehe sie nicht. Ah, da. Alter. Die Drecksau hat Licht ausgemacht. Hast du gesehen? Sogar meine Taschenlampe. Das wäre jetzt böse ausgegangen. Also muss ich den Clown wahrscheinlich auch angucken, denke ich mal. Komm, mach Puff. Silence. I kill you. I kill... Ja. Ciao. So. Tschüss, Emily. War schön mit dir. So, ich mach... Okay. Der Clown kommt gleich. Ich weiß es genau. Hallo! Hallo, mein Freund. Hallo. Mhm. Okay, jetzt habe ich mich bewegt und angeguckt und es ist nichts passiert. Das ist wie bei Super Mario mit den Geistern? Okay. Achso, ja genau. Weg, wenn du nicht hinguckst, dann fliegen sie dich an. Wenn du hinguckst, dann machen sie die Augen zu. Hm? Bei Mario Kart war es, glaube ich, auch, ne, oder? Ah, ne, bei Super Mario war es. Stimmt. Immer noch 1 Uhr. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte gleich nochmal was zu trinken holen. Ich habe nichts mehr. Was stand da? Für den Clown steht an der Tafel Don't stand still und du bewegst dich auf den... Was? Auf ihn zu. Stehen bleiben sollst. Ach, sofort stehen bleiben, wenn er lacht. Okay. Aber wahrscheinlich ihn nicht angucken, vermute ich mal. Ja, dann probieren wir das mal. Ich bin sehr gespannt. Ich höre gerade auf dem Chat, also wie gesagt, wenn ich das auf YouTube hochlade... Oh, Alter. Ich fahre noch. Gut, dass man mir nicht anmerkt, wie angespannt ich bin. Wie lange soll das denn gehen? Bis 6 Uhr? Ehrlich? Ernsthaft? Alter. Hallo? Ich bin's, der Pizzamann. Wollte er eigentlich seine Pizza und wieso? Ah ja, wir haben keinen Körper. Das ist natürlich auch gut. Hallo. Willkommen in der Küche. So, jetzt gehe ich mir erstmal ein Sandwich machen oder sowas. Was haben wir denn hier stehen? Pick up Emily's meat. Aha.
Get a new door. Mhm. Interessant. Ein untexturierter... Ist er jetzt weg oder nicht? Alter. Don't stay. Alter, wo? Na, hallo. Was für Geräusche vom Clown, ja. Das ist halt ein Spiel. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, es geht auch nur darum, zu überleben, glaube ich, in dem Spiel. Puff. Hui. Da löst sich einfach meine Luft auf. So, Licht an. Hier machen wir auch nochmal Licht an. Wieso machen wir Licht aus? Ich finde viel schöner und gemütlicher mit Licht an. Vielleicht können wir uns einfach hier einrichten, wenn hier eh keiner wohnt und wir der Pizzamann sind. Ich meine, gut. Warum nicht, ne? So, gehen wir mal hier. Was, wo? Wo? Hallo, Emily. Na, du? Du bist so hässlich. Mach Puff. Puff. Mach Puff. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab keine. Alter. Boah, wie gemein das ist. Alter. Ich habe gerade ein bisschen Köttel in der Hose gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So ein kleiner Streifen ist schon in der Buchse. Weil ich dachte, oh Gott, wo spawnt der jetzt? Alter, ist voll fies, ganz ehrlich. Na, mach die Tür auf. Weil ich vergesse die Tasten noch immer. Weißt du, so dämlich ist mit L1. Ja, mit R1 drückst du irgendwie die Lichter an und mit... Ja, ist die Stecker wieder in the love. Alter, oh. Wenn der Clown nochmal Geräusch macht, geht er weg. Achso, okay. Ich bin gespannt, was wir beim dritten machen sollen. Was? Fick dich, Spiel. Alter, ohne Scheiß. Ich hab mich nicht bewegt. Gar nicht. Nicht ein Stück. Achso, jetzt ist die Fanunterhose von Braungeld Essen an. Ja, genau. Ich hab keine Ahnung, warum der mich jetzt erwischt hat. Ich weiß es nicht. Wir haben immer noch 1 Uhr. Ich glaube, wir werden über 1 Uhr nicht drüber kommen. Und es wird, glaube ich, Zeit, dass wir was zu trinken, Ule, gleich. Keine Ahnung. Ja. Hallo. Emily. I want to play with you. Emily. What I say to you? Emily. I'm Mr. Bond. Ich habe Sie erwartet, Mr. Bond. So, was hätte er alt entfernen? Ich habe mich schon wieder erschrocken. Es ist ein Spiel, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es wird auch, glaube ich, die letzte Runde. Wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten. Und, mein Herz macht das auch nicht mehr mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, Herzrasen ein wenig. Dieses Spiel ist so durch. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das gekauft habe. Aber vielleicht kann ich mal gucken, dass ich mal das vielleicht ein anderes Spiel aus dem Store bekomme da. Aus dem US-Store. Weil da ist ein Spiel, was es auch hier in Deutschland nicht gibt, was ich sehr interessant finde. Muss ich sagen. Was mich reizt. So, und ich habe ja da so einen ganz netten Store, wo ich immer PSN-Karten herbekomme, auch für amerikanische Stores und so. Und deswegen, ja. Nein, das ist unfair. Emily, mach das nicht. Du musst alle drei Puppen überstehen. Ja. Wir kommen der Sache schon näher. Ja.
Gehst du ganz auf oder spielst du was anderes? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich noch irgendwas anderes spiele. Ich weiß es noch nicht. Ich bin heute auch relativ müde. Ich muss ganz ehrlich sagen, freitags, seitdem ich wieder arbeite, es strengt sehr an, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse drum, wenn ich vielleicht freitags mal ein bisschen Airfire mache, weil ich bin total gerädert von der Woche. Es ist so anstrengend. Ich möchte aber trotzdem beibehalten, freitags und samstags zu streamen. Na? Es ist so, es ist aber, ich weiß nicht mal, ob man es mir anmerkt, ich habe keine Ahnung, aber wenn ich mich so selber in der Kamera sehe, zwischendurch im Stream, dann denke ich immer so, boah, Alter, siehst du müde und fertig aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch so rüberkommt, keine Ahnung, aber ich bin manchmal sehr, sehr gerädert und trotzdem möchte ich den Freitag beibehalten. Ja, in der Let's Play Live Show. Erst 22 Uhr. Ja, Flächenwengo ist es erst 22 Uhr, da hast du recht. Aber wie gesagt, ne? Nee, verstehe ich. Gerade wenn man den ganzen Tag Auto fährt. Ja, Autofahren macht müde und dann noch handwerklich noch was machen und so und tralala. Und ist ja nicht so, wie gesagt, ist ja nicht mein Hauptberuf jetzt hier, Let's Plays oder Stream oder... Na? Wenn das hauptberuflich wäre, dann würde ich, wie gesagt, fast jeden Tag streamen. Dann würde ich hier vom Montag bis Freitag oder so. Na, weil dann Fernsehshow-mäßig würde ich streamen, ganz ehrlich. Weil es so viel Spaß macht. Nee, aber sonst würde ich gerne, wie gesagt, dieses Freitag und Samstag 20 Uhr würde ich gerne beibehalten. Aber ich hatte auch schon mal überlegt, dass ich vielleicht doch nur den Samstag nur nehme. Hatte ich auch schon überlegt, weil, wie gesagt, es strengt sehr an. Ich habe extra weggeguckt. Aber irgendwie ist das Game schon cool. Ja, es ist schon irgendwie interessant. Ne, es ist schon irgendwie so, du siehst mal eben schnell, oh, jetzt reagier mal eben. Ne? Aber ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse drum. Also wie gesagt, ne? Jetzt, wo man weiß, wie es geht. Ja, genau, das meine ich ja, dass man kein Tutorial bekommen hat irgendwie oder so. Tralala, ne? Das wäre schon ganz geil. Wo ist sie? Weil wenn man noch erklärt kriegt, ja, du musst sie angucken und so, ne, und tralala und pipapo, das wäre schon ganz cool, ne? Nee, aber wie gesagt, wegen Freitag und Samstag, 20 Uhr, möchte ich gerne noch ein bisschen beibehalten. Vielleicht irgendwann wird es vielleicht nur noch Samstag geben. Ich bin mir da aber noch nicht ganz sicher, weil, wie gesagt, wenn es so sein sollte, dass es mit Freitag, wenn es so sein sollte, dass es Freitag noch an... weil es ist doch sehr anstrengend freitags, muss ich ganz ehrlich gestehen. Jetzt seitdem ich wieder arbeite und wieder voll im Senf liege, sage ich mal, ist es, merke ich selber auch so generell in den Knochen. Aber trotzdem mache ich es gerne, ganz ehrlich. Ich streame so gerne und will auch. Nur, was bringt mir das, wenn ich dann hier so abhänge und so, ja, und... Was?! Ne, also Leute, ganz ehrlich, nein, auf keinen Fall. Ich hab's ja nicht lachen gehört, ganz ehrlich, habe ich nicht. Nee, aber was bringt mir das, wenn ich dann hier so abhänge, so, ja, und so. Oh. Für YouTube ist jetzt erstmal Feierabend. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal im Stream spielen, keine Ahnung, kann ich sagen. Ich mache jetzt für YouTube jetzt erstmal hier nochmal Feierabend. Ich bin mega durch hier, was das angeht, und ja, wir sehen uns im anderen Video wieder, ne? Bis dann.